Moin Moin Freunde, hier ist Arne und seine Hausmannskost. Heute mache ich mit euch ein Berne-Helene-Kuchen, so in der Art so. Berne-Helene ist so ein französischer Klassiker. Das war eigentlich eine schöne geschälte Berne, die in Läuterzucker pochiert wurde, dann mit Schokoladensauce nachher übergossen wurde. Das ist so mal das Grobe. Dazu gab es dann am meisten noch so ein schönes leckeres Vanilleeis. Das ist absolut lecker, schnell und einfach. Ich mache das ein bisschen anders, ne, weil ich auch einen Kuchen mache, aber ich nehme auch frische Beeren, aber ich nehme auch obendrauf Dosenbeeren, weil ich das persönlich mag. Ich mag die auch und so, die sind auch schon gut gezuckert und so, braucht man auch nichts groß machen. Aber das werdet ihr alles im Film sehen. Es ist eine Sache, die sich wirklich lohnt, die Spaß bringt und die, ja, Zucker sollte man nichts heute haben, ne? Also, schaut euch das an. Zutaten für diesen Berne-Helene-Kuchen. So ein Blechkuchen wie beim Apfelkuchen, aber so eigentlich so Art so Berne-Helene. Dafür brauchen wir, genau wie bei den Apfelkuchen und Bärenkuchen, 12 Eier, 1 Kilo Mehl, in diesem Fall nur 900 Gramm, weil ich noch 150 Gramm Kakaopulver nehme. Dann brauchen wir Zucker, 600 bis 800 Gramm, je nach Süße der Beeren, Backpulver und Vanillezucker. Dann habe ich hier frische Beeren, die kommen in den Kuchen rein. Und dann habe ich hier Dosenbeeren, die kommen oben drauf nachher. Dann haben wir für die Schokoladensauce 500 Gramm Kuvertüre, Zartbitter, 150 Gramm Butter, Sahne ganz zum Schluss nachher, damit sie ein bisschen schlank ist. Ich fange jetzt erstmal einmal an, mache mir hier die 12 Eier rein. So. Die Eierschale nehme ich nachher für meine Brühe, also wir werfen hier nichts weg. So, jetzt das letzte Ei noch. Die Eierschale kommt in der Brühe rein. Jetzt mache ich hier Zucker rein. 800 Gramm. Ich nehme mal, weil ich Kakaopulver habe, nehme ich nur mal 600 Gramm. So, das waren jetzt 700 Gramm. Habe ich mal so entschieden. Dann mache ich Vanillezucker rein und einmal Backpulver. Carlos, holst du mal kurz einen Spaßschäler für die Beeren noch? Ich brauche noch mal einen für die Beeren. So, das lasse ich jetzt laufen einfach. Die Beeren mache ich nur, wer das kennt, spult einfach vor. Wer es noch nie gemacht hat, einmal die Beeren schälen, wie Apfel oder wie Karotte, wie alles andere auch. Aber es gibt halt viele Menschen, die haben das auch noch nicht gemacht und darum mache ich das immer wieder. Auch wenn das für den einen oder anderen langweilig ist, aber das gehört dazu. So, denn mein berühmtes rote Messer, wo es hat. Einmal hier oben abschneiden, einmal hier abschneiden. Einmal durch. Ich mache das hier drauf. Hier drauf kann ich schneiden. Das ist alles sauber. Haben wir gerade richtig sauber gemacht, so wie es gehört, wenn wir mit Lebensmitteln arbeiten. So. Natürlich, bei normalen Umständen, wenn wir jetzt mehr machen, haben wir auf dem Brett gehabt. Aber da ich jetzt das nur für euch zeige, ja, hätte ich auch ein Brett nehmen sollen. Ne? Aber gut, haben die Leute wieder was vom Schreien. So, das schneide ich mir in kleine Würfel. Und dann kommt das dann rein. Den Rest mache ich eben so fertig. Und das kommt dann hier in den Eimer mit rein. Gib mir mal eben den Spritzschutz da. Einmal ganz kurz nur. So, hatte ich Backpulver schon drin? Ja, ne? Mhm. Ja. Okay, dann mache ich jetzt das Mehl mit rein. Ah, nee. Dann nehme ich jetzt erstmal das Kakaopulver. Wir wollen jetzt schön dunklen Teig bekommen. Wieso kommt das da hinten wieder raus? Okay. Jetzt machen wir das Mehl langsam rein. Sonst habe ich... Oh, das war auf Stufe 2, deswegen. Ah. So, warte mal, lass mich noch einmal sauber machen, bevor du weiterfilmst. Rein. Mit dem Kakao habe ich, mit Kakaopulver oder Schokoladenpulver habe ich mich jetzt entschieden, dass ich knapp 100 Gramm drin habe. Das reicht von der Farbe, glaube ich jetzt mal. Ich gucke mir den jetzt gleich nochmal an. Aber was noch fehlt, darum geht auch so schwer. Freunde, das haben wir ganz vergessen. Wir haben ja noch 500 Gramm Butter.
Die hat der Manuel, der das gerade filmt, mir fertig gemacht, aber mir natürlich nicht gegeben. Ne? Und wollte mich hier anscheißen. Oh, jetzt langsam. Die Butter hätte ich natürlich noch vor mit aufschauen sollen, aber das ist eine gute Maschine, die knete das auch gleich. Deswegen war der Teig auch nicht so komisch. So. Voilà. Also ich habe da 80 Gramm Kakao drin. Ich mache jetzt nochmal 20 dazu. Dann haben wir 100 Gramm und das reicht. So, okay. Der war jetzt fertig, der Teig. Wie gesagt, 5 Minuten habe ich ihn gerührt. Das reicht auch. Jetzt kommt der Ganze darauf. Boah, der ist so lecker. Ich mache ihn mir eben drauf. Heiz mal eben den so Ofen hier auf 170 Grad an. Alles. Weiter. Ich habe jetzt alles ausgekratzt und jetzt verteilen wir uns das hier. Und dann kommen die Beeren darauf. Das ist zwar Schmierkram, aber einer der leckersten Schmierkram, die es gibt. Ja. Ich habe das jetzt in der Form auch noch nicht gemacht. So habe ich auch ein bisschen frei nach Schnauze. Aber der Apfelkuchen oder der Bärenkuchen, den ich sonst mache, der geht optimal. Aber diesmal will ich ja so ein bisschen Berne Helene machen. Und jetzt? Ja, eigentlich ist das zum Naschen zu schade. Ne? So. Machen wir noch mit rein. So, jetzt kommen ein paar. Sonst mache ich ja Äpfel und Beeren einfach drauf. Also so wie jetzt? Jetzt und dann mache ich ja oben nochmal. Da mache ich ja nur eine Hälfte Teig, mein Apfelkuchen. Und jetzt mache ich die Beeren. So weit drauf, ich muss mal gucken, wie ich brauche. Und dann drücke ich die einfach rein. Das ist jetzt Schmierkram. Hände waren gewaschen, ihr könnt euch Handschuhe nehmen. Aber Leute, das ist nachher so saftig. Ihr könnt das auch im Teig alles umrühren. Sieht jetzt nicht gerade hygienisch aus, aber ist absolut lecker nachher. Weil die Beeren sind noch so richtig saftig. Da fühlt man sich noch mal so kleines Kind, wo man so patsch ja, genau. Matsch macht. Ja, aber die meisten, die finden das vielleicht nicht so schön, aber damit muss man leben. Wichtig sind, dass entweder zieht man sich Handschuhe an oder man drückt das mit der Kelle rein oder man nimmt einfach nur die Hände und dann ist gut. Aber es riecht richtig gut schon. Ja, ja, Berne, Schokolade, das passt. Der ganze Kuchen, warte mal, ich muss mir eben die Hände waschen und dann jetzt. So, der kommt jetzt im Ofen für eine Stunde 20 Minuten. So, rein im Ofen, eine Stunde 20 Minuten. Bis später. Genau, dann sehen wir uns nachher wieder. Wir haben jetzt hier 500 Gramm Kuvertüre und 150 Gramm Soda Butter. Die bringen wir jetzt zum Schmelzen, ganz langsam am Herd oder man kann es auch im Soda Wasserbad machen. Ich habe immer noch Schokolade an den Fingern. Okay, 400 Gramm, sagt Manuel, der hat das abgemessen, der weiß das. Das bringen wir zum Schmelzen und dann kommt dann nachher noch Sahne zu und dann geht das später nachher über die Beeren rüber. Aber da kommen wir dann später zu. Die packen wir jetzt auf eine Platte, sodass das lassen wir jetzt hier erstmal ein bisschen schmelzen, so bei 80 Grad und dann kommt nachher noch ein bisschen Sahne zu und dann haben wir unsere Tomatensauce. Gut, dann sehen wir uns nachher wieder. Tomatensauce? Ach so, nee. Ich nehme sowas nicht. Mach, wie du denkst. Dann haben wir nachher eine schöne Schokoladensauce, die kommt aus Tomatensauce. Die gibt's morgen. Ne? Gut, okay, dann bis später. Der Manuel rührt das und das geht ganz schnell. Ne? Ihr könnt das auch im so der Wasserbad machen, dann macht ihr rein. Aber wir wollen da Besonderes haben, nur einfach eine Schokoladendose, die nachher drüber kommt. Die lassen wir gleich ein bisschen so da abkühlen. Nimm mal die Platte weg, warte, nicht darauf. Stell mal darauf, das ist besser. Wir haben jetzt so, ich weiß nicht wie viel Grad, aber 35, 40 Grad. Und die lassen wir so da abkühlen auf um 20 Grad. Und dann haben wir nachher den Glanz bisschen, so 23 Grad. Und dann machen wir einfach ein bisschen Sahne zu und dann haben wir eine schöne Schokoladendose, die nachher über die Beeren Helene rüberkommt. Aber das sehen wir dann nachher, wenn der Kuchen da fertig ist. Und dann machen wir das. Und jetzt gebe ich dir nochmal Sahne. Rein und rühren. Komm her, ich mache Sahne rein und du rührst. Schön durchrühren, bis du eine einheitliche der Masse hast. Sonst sieht das jetzt wie eben so grisselig aus. Auch am Rand nochmal bitte mit wegnehmen. Genau. Alles schön an den Rand, siehst du, jetzt sieht das schon gut aus. So, die restliche Sahne auch. Das war jetzt ungefähr so ein halber Liter Sahne. Und sollte das nachher zu fest werden, dann nehmt ihr noch einen Schuss Milch dazu oder wie auch immer. Aber das sollte eigentlich so passen.
Würde ich jetzt auch nicht in so einen Kühlschrank stellen. Das füllen wir uns um und lassen das einfach draußen stehen. Morgen, Gabi, morgen. Nebenbei heute, hier habe ich eine braune Soße. Das wird hier eine Grünkohlsuppe. Da hatte ich noch Grünkohl nach, ein bisschen Grünkohl. Nur mal so nebenbei. Hier, das wird eine Brühe. Und hier gibt es heute eine Kartoffelsuppe. Kann man überhaupt was erkennen? Vor lauter Qualm, nö. Eine leckere mit einem schönen Kassler Fond. Einfach nur lecker. So, das war mal ein kleiner Abschweif, ne? Also hier sind dann so die Zutaten nachher. Gleich für die Kartoffelsuppe alles so. Karotten, Kartoffeln, Lauch, Sellerie, hier lecker, Würstchen da unten, Kassler oben. Und das Ganze, die leckere Kartoffelsuppe, kann ich euch nur empfehlen, habe ich auch auf meinem YouTube-Kanal. Verlinke ich euch zum, am Ende des Films. Die lohnt sich, wirklich, die ist sowas von lecker, gerade bei den Wäldern. Werbung gemacht für meine Kartoffelsuppe, jetzt gucken wir mal wieder, was Manuel macht hier. Siehst du, das sieht doch toll aus. Das lassen wir jetzt einfach hier so stehen und nachher, wenn der Kuchen fertig ist, machen einen Teller drauf, ne, oder Deckel oder alles, was ihr habt, einfach drauf. Und dann lassen wir das einfach stehen, weil wenn ihr das im Kühlschrank packen würdet, dann wird es zu fest. Zur weiteren Verwendung seht ihr nachher dann. Okay. Und wenn euch das Video gefällt, liken und halten nicht vergessen und natürlich vielleicht auch teilen. Manuel hat für mich Werbung gemacht, ist auch toll. Ne, lassen wir einfach so mit drinne. Ihr wisst ja, wer gerne kocht, der macht das sowieso, behaupte ich. Und wen es gefällt natürlich, das Voraussetzung. Ja, um ich den Algorithmus ein bisschen genau, reinzukriegen. Ich habe ja auch welche, denen es nicht so gefällt, mein Stil, ne? Das ist so. Aber positiv und negativ ist auch beides nicht schlecht. Ja, aber du weißt ja, schmecken tut das Essen generell immer. Siehst du, und das ist wichtig und dass die Leute, wenn sie das nachkochen, auch testen. So, okay, gut. Ich bin vielleicht nicht immer der feinste Koch, aber geschmacklich ganz weit vorne, oder? Da kann ich mich nicht beschweren. Siehst du, dann ist er gut. Dafür habe ich ihn jetzt bezahlt, ne? Nein. Gut, okay. Dann bis später. Wenn ich Geld habe. Okay, ciao. Mumpi, boah, das war der Dampf. Immer dran denken, wenn ihr den oben aufmacht. Es dampft. Genau, es dampft. So, hier haben wir unseren Bärenkuchen. Den holen wir mal hier raus. Wo ist der Holzspieß? Hast du den Holzspieß noch? Geh mal bitte her. Muss ja ein Logger. Und hier, es hängt hier nichts dran. Da gar nichts. Die Birne ist sowieso weich. Das müssen wir jetzt abkühlen lassen, so ich schätze mal so anderthalb Stunden. Und dann kommt da so Schokolade noch drauf, so Birne drauf, Schokolade drauf. Das wird richtig, richtig lecker. Das ist mein Birne-Helene-Kuchen oder unser Birne-Helene, nicht meiner, unser. Ja, toll. Gut, dann bis später. Der Kuchen war jetzt gebacken. Hier haben wir die Schokolade, ne? Die hatte Manuel vorhin noch ein bisschen gerührt. Hier habe ich zwei so Beutel, Spritzbeutel. Da kommt die rein. Das kommt dann nachher oben drüber. Einfach rein. Am besten nehmt ihr euch so ein Litermaß, stülpt das darüber und dann geht das dann auch. Das machen wir mal den weg, den Dreck hier, damit das nicht so schön aussieht. Da ist Bernd drüben, der freut sich immer über so. Danke, Bernd. So, jetzt nehmen wir hier Puderzucker, damit das so ein bisschen nett aussieht, weil ja die Birne nachher auch noch rüberkommt. Das könnt ihr auch nur machen, wenn es kalt ist. Wenn es warm ist, würde der ganze Puderzucker verschwinden. Das geht aber auch nur nachher ein bisschen wegen der Optik, weil da dann noch Schokolade drauf kommt wieder und die Birne vorher. Aber vorher schneiden wir das ein. Ach ja, nochmal dazu gesagt. Ihr habt ja in der Regel die meisten wahrscheinlich nur so ein Haushaltsblech. Das ist halt genormt für Gastro. Da müsst ihr euch von den, was ich unten in der Infobox noch schreibe, da müsst ihr dann halt die Hälfte an Teig und an Eier und so nehmen und dann geht das alles auch. So, das haben wir jetzt so. Jetzt müssen wir nochmal den Rand abschneiden. Also hier, wo die Folie dran ist, ganz wichtig, da muss man immer aufpassen. Die klebt nämlich meistens noch so schön dran. Das schaue ich mir gleich nochmal an, wenn ich das umdrehe. Und dann einmal hier, das habe ich eben schon gemacht und alle Seiten nochmal so. Das gucke ich mir jetzt vorne nochmal an. Keine Alufolie, weil Alufolie ist richtig scheiße, wenn die da drauf beißt, dass es sowas eklig ist. So, und jetzt schneiden wir uns das in 21 Stücke. Und zwar dazu hilft der alte berühmte Zollstock. Den machen wir uns, das Brett ist 50, aber der kleine Rand, der da ist, so kommen wir auf 49. Danke, Manuel. So kommen wir auf 49 und dann machen wir hier einfach 7, 14, 21, 28, 35 und 42. So, das Ganze machen wir auch auf der anderen Seite natürlich, aber das
Das spule ich gleich vor. Und hier auf dieser Seite machen wir einfach 10, 20. So, ich mache das eben auf andere Seite. So, jetzt habe ich alles fertig geschnitten. Jetzt ziehen wir das einfach noch durch. So, und zwar mache ich das immer zuerst die kürzere Seite. Und wenn ihr dann gut seid, trefft ihr dann auch genau. Und wenn nicht, mega. Seid ihr halt nicht gut. Das hast du jetzt gedacht. Das würde ich nie sagen zu meinen Zuschauern. Bist du denn wahnsinnig? Die sind ja beleidigt mit mir. Hier. Und das geht gar nicht. Habe ich hier noch nicht, sagst du? Nein. Ja, siehst du, wo er recht hat, hat er recht. So, hier auch so ungefähr. Also, ihr müsst nicht gut sein, wie der Kollege das sagt. Wir können das auch so machen. So, siehst du, da lachen die. So, jetzt muss ich mir tatsächlich eben noch mal die Hände waschen. Weil jetzt fasse ich die Beeren an. Ich will nicht. Ja, genau. Siehst du? So, und jetzt setzen wir uns überall solche Beeren rauf. Und zwar, das sind jetzt die Dosenbeeren. Da drin sind frische Beeren und hier Dosenbeeren. Ja, es ist einfach so, ich mache die eigentlich unheimlich sehr gerne. Und da das ja ein Berne-Helene-Kuchen ist, ist das eigentlich auch so, wie man das früher gemacht hat. Ne? Da hat man Dosenbeeren genommen. Ne? Vielleicht in den ganz feinen Lehnig, das macht gut angehen. Weiß ich nicht, aber ich kenne das eigentlich nur Dosenbeeren, Vanilleeis und Schokosoße. Und das war Berne-Helene. Das haben wir denn jetzt gleich alles drauf. Ach ja, Leute, wenn euch mein Kanal gefällt, ne, abonniert ihn, klickt auf die Glocke, wenn ihr gerne kocht. Ich freue mich drüber. Und ihr habt immer den neuesten Film. So, und jetzt kommt der Spaß an der Geschichte. Jetzt kommt nämlich das mit den Spritzen. Filmst das mit, ja, ne? So, dann haben wir hier so ein kleines Loch drin, ne? Den habe ich mir ein bisschen zusammengedreht. Und jetzt machen wir dann überall so ein bisschen die Schokolade noch drüber. Das kann sich ruhig verteilen. Der eine Kollege, der da gleich für zuständig ist, der darf das schneiden nachher. Oh, jetzt, da muss irgendwas drin sein. Das, oh ja, das war ein hartes Stück. Das war schon hart gewesen. Sag ich doch, dass das schnell hart wird. Und so, nö, eigentlich ist das cremig. Wir haben ja genug Sahne drin. Dadurch braucht man nichts mehr nachmachen. Oder vielleicht war das nicht geschmolzen. Das warst du denn ja, ne? So, und guckt euch mal an, wie lecker das schmeckt. Richtig Schmierkram. Oh, die fällt um. Habt ihr das gesehen? Bernd, da gibt's nichts zu lachen. Der lacht sich schon wieder weg hier, nur weil mir die Birne umfällt. Stell dir vor, da fällt was anderes um. Janik, ihr müsst das ja nachher, macht ihr von hier aus auf dem Teller. Ja, ja, na klar. Gut, jetzt sonst. Zu gefährlich. Jo, wenn ihr damit dann da nachher reingeht bei den älteren Herrschaften, so, das wäre das eine Stück gewesen. Das packe ich mal alles weg. Da, ich habe ja so einen lieben Kollegen, den Ben. Auf Anfrage. Achso. So, jetzt machen die restlichen noch fertig und dann haben wir noch ein bisschen Schokolade nach und die lassen wir natürlich nicht verkommen. Leute, wenn ihr auf Diät achten müsst, ne? Also vergesst es, ja genau. Da würde ich echt nicht drauf achten. Das sind aber zwei Essen für eine ganze Woche. Ja. Aber das ist halt Berne-Helene, ne? Eigentlich könnte man noch, das wäre auch geil, so ein schönes Stück Kuchen und jetzt noch ein Stück Vanilleeis dazu. Boah. Kalorienbombe pur. Ja. Berne-Helene kenne ich mit Pudding. Ja, ich eigentlich das auch. Das, ja, das Berne-Helene war einfach. Kuchen hat mir nie was gemacht. War einfach Vanilleeis. Süßen, Vanilleeis, die Berne drauf und Schokosauce drauf. Das war Berne-Helene. Okay. Ja, Freunde, oder so habe ich das mal jedenfalls gelernt, so in den 80er oder so, ne? Ja, ich habe das damals zum ersten Mal gesehen, da hat man hier das Berne-Helene, da war Vanillepudding mit Birne. Du hältst drauf weiter, wenn wir reden, ne? Ja, ja, gut, okay. ja, genau. Aber warte mal, wir können... Und Schokopudding, und Schokosauce. Schokoding, ne? Ah, ne, er hat ja das Handy, sonst hätte ich mal, was Wikipedia sagt, ne? Hätte ich dann mal eben gelesen. Aber wie gesagt, ich kenne das halt so. Ja, sehr. So, jetzt wische ich einmal, das schneide ich jetzt. Und dann gehst du jetzt einmal nochmal schön rauf. Ich hätte eher gesagt, dass du ein Stück rausholst, dass wir das... Ja, machen. Genau, siehst du, sag das doch gleich. Bernd, holst du mir, ja genau, holst du mal bitte einen Teller. Bernd schenkt auch mit. Und zwar einen kleinen Teller bei mir aus dem Büro. Jetzt. So, jetzt hole ich hier das erste Stück raus, das ist meistens das schwerste. Und dann könnt ihr auch drin sehen, wie da so die Schokolade und die Birne ist.
Und hier haben wir jetzt einfach die Berne Helene. Ja, warte, ja, Handtuch muss doch weg. Ja, genau, das sieht doch geil aus mit der Schokolade oben drauf, oder? Ey, finde ich geil, warte. Ja, ich drehe, okay. Das sieht geil aus. Also wenn euch das nicht auf der Zunge zergeht, dann weiß ich auch nicht. Das zergeht auf der Zunge. Aber warte mal, jetzt machen wir das ganz anders. So, jetzt nehmen wir noch mal ein Stück und das probieren wir selber. Wir wollen ja eben wissen. Ich hole mal einen Teller. Nö, dann machen wir hier auf dem Brett. Das brauchen wir jetzt nicht mitfilmen. Wir wollen noch einmal probieren. Ja. Okay, los. Gut. Ja, Freunde, das ist jetzt mein Berne-Helene-Kuchen. Oder unser, wie auch immer. Der ist sehr schokoladig. Also... Wer Schokolade macht, der wird sich freuen. Wer Schokolade nicht so gern macht, wie eben der Manuel, der sagt mal ja, aber nicht so unbedingt, dann ist das natürlich nicht so. Aber sonst kann ich das euch nur empfehlen. Ja, dann kann ich wie jetzt immer nur sagen, viel Spaß beim Nachmachen. Wünsche euch euer Ariel, genau wie Bernd und Manuel. Und tschüss, Freunde. Tschüss.